Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Ja, wie es der Titel schon erahnen lässt, stehe ich hier vom Rapsfeld vor einem wunderschönen gelben Teppich, kann man auch sagen, ja. Wenn man das so sieht, ich halte mal die Kamera ein bisschen hoch, ne? Wenn ihr das so seht, ein wunderbarer Prachtteppich in Gelb. Und dazu ein schöner blauer Himmel mit leichter Wolkenstruktur drin. Was will man da als Fotograf mehr? Leute, ich bin begeistert. Und das gibt auch heute mein Hauptmotiv. Und ich werde auch hier die Kamera mit meinem Stativ aufbauen, wo ich stehe. Und dann schön den gelben Teppich mit der schönen Wolkenstruktur, mit der blauen, blau-weiß in dem Fall, ne? Blau-weiß ist es ja, dann schön ablichten. Und im Hintergrund am anderen Ende des Felds ist noch so eine schöne Baumreihe mit, ja, oder Büsche sind es vielleicht auch mit so Fliederfarben drin. Ich weiß nicht, ob man es dann auf dem Bild erkennen wird, je nachdem, wie weit ich da dran gehe. Ja, da sind Graureiher unterwegs und Störche, fleißig. Ja, die Landwirtschaft ist wieder voll im Gange hier auf den Feldern. Und da komme ich auch gleich zu einer Information. Hier gilt auf den Feldern auch das Betretungsrecht, wie am Privathaus oder am Privatgelände. Das ist nichts anderes wie ein Privatgelände hier. Und ohne die Einverständnis vom Bauern darf man hier das Feld nicht betreten. Da gilt genauso das Betretungsrecht wie im Wohngebiet. Das nur mal so nebenbei als Info. Ich stehe jetzt hier direkt am Straßenrand, wo durchs Feld durchgeht hier. Vielleicht habt ihr schon das eine oder andere Auto im Hintergrund gehört. Ja, die sind auch schon wieder fleißig unterwegs. Und ja, ich respektiere das und gehe nicht in die Felder rein und tue mir halt entsprechend mein Motiv zurecht zoomen in dem Fall. Ja. Also bitte dran denken und auch respektieren. Ich werde jetzt hier mal aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder zur Bildkomposition, wie es weiter da geht. Ja. Bleibt dran, es bleibt spannend, Leute. Bis gleich. Stativ und Kamera steht jetzt. So meine Position, wo ich mir gedacht habe. Ich gehe mit euch mal dran. Vorbereitung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Hab hier so einen Arm dran, wo ich dann die GoPro drauf mache, wo ich dann euch mit an den Bildschirm nehmen kann. Und auf dem Stativ habe ich die D850 und das 24 bis 70 mm mit der 2,8er Blende von Tamron. So, das ist also der Blickwinkel dann. Und ja, so leicht sieht man noch hier direkt geradeaus durch am Ende so, ja, Fliederbüsche. Dürfte das sein, zu fliederfarbenen große Büsche. Und also das, der Himmel ist doch wunderbar, eine schöne Struktur. Und ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich werde das Ganze jetzt einmal alles im M-Modus mit der Belichtung genau auf Null ablichten, ohne Verlaufsfilter. Und dann habe ich einmal zwei Verlaufsfilter dabei und zu denen dann aber später mehr, um dann einfach den hohen Dynamikumfang dann vom Himmel zu dem gelben Rapsfeld dann auszugleichen und das auch alles wieder dann bei der Nullstellung abfotografieren, um einfach dann am Histogramm mal den Vergleich zu zeigen, was für Auswirkungen ein Verlaufsfilter ohne Filter und dann zu verschiedenen Verlaufsfiltern. Was für Auswirkungen hat es dann im Bild bei jeweils Null Einstellung? Also Null dann am Histogramm, an der Belichtung, so rum, nicht am Histogramm, an der Belichtung dann, bei Null. Ja, das will ich heute euch mal demonstrieren.
und zeigen. Ich stelle jetzt einmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habe jetzt mal alles soweit eingerichtet und auch meine Bildkomposition gefunden. Und kurz zu den Settings. Bin hier bei den tollen Lichtverhältnissen bei ISO 64. Werde mit der Blende 13 arbeiten und hier schon in der Belichtung auf 0 gestellt und komme hier auf 1/40 Verschlusszeit. Aber das ist auf dem Stativ nicht relevant. Da habe ich kein Problem damit. Und werde jetzt, nehme ich da noch ein bisschen was, ja, so nehme ich das noch raus, dass ich da rechts nicht diese Gewächshäuser im Bild habe. Ja, so ist es besser. Und ja, wie ihr jetzt schon sehen könnt, ist bei Belichtung 0 der Himmel doch schon relativ hellweiß. Von den Wolken blau ist da kaum was zu sehen. Da sieht man schon der erste Unterschied. Aber das will ich ja euch zeigen, wie die Unterschiede dann zu den Verlaufsfiltern sind. Eingestellt habe ich die Matrixmessung, dass ich über die volle Bildfläche die Messung habe. Und mache jetzt einmal die ersten Bilder ohne Verlaufsfilter, wohlgemerkt. Ja. Gucken wir uns mal das Histogramm an. Ja, es ist, man sieht schon rechts, ist halt doch schon recht hoch. Das Helle geht doch schon, ist zwar eine gute Verteilung, aber hell ist doch sehr dominant drin. Da mache ich dann noch 2-3, dass ich da was zum Arbeiten habe. Habe jetzt die Bilder ohne Verlaufsfilter gemacht, wie ihr ja sehen konntet, am schon relativ hellen Himmel, wo das Histogramm nach rechts schon einen deutlichen Ausschlag hatte, auch nach oben. Und spanne jetzt mein erster Verlaufsfilter drauf und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Infos zu dem Verlaufsfilter. Bis gleich. So, das ist mein erster Verlaufsfilter von meinem Rollei-System, und zwar der ND8. Ein Softfilter ist das, also ein weicher Übergang. Den stecke ich jetzt da rein und dann machen wir die Einstellung und dann sehen wir uns gleich wieder. Filter ist drin, habe ihn auch schon so weit runtergeschoben, wie es mir hier auf dem Bild gefällt. Und man sieht auch schon eine Abdunklung hier im Himmelbereich. Man sieht schon deutlich mehr Blau drin. Und sieht es auch von der Verschlusszeit, bin ich jetzt bei 1/30 gelandet, bei gleicher Blende und ISO und Belichtung auf 0. Das ist ja immer gleich, die Werte, dass ich auch die Bilder vergleichen kann zu den Filtern. Und so, erste Bild wieder. Ja, man sieht schon deutlich mehr Himmel, also mehr Blau im Himmel, mehr Struktur. Und wie sieht das Histogramm aus? Ja, also schon deutlich andere Verteilung. Ich habe auch zwar hier noch helle Spitzen drin, aber die Verteilung insgesamt über die Breite und in der Höhe gefällt mir schon deutlich besser. Ich denke, da kann man schon in Lightroom deutlich mehr mitarbeiten. Kann man beim ersten Bild auch ohne Filter, aber mein Ziel ist es ja, immer so wenig wie möglich in der Bildbearbeitung einzugreifen und nur einfach die Qualität zu behalten im Bild, vom Ausgangsbild. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Einstellungen verändere ich überhaupt gar nicht, weder im Zoom-Bereich noch sonstiges, dass man schön 1:1 alle vergleichen kann. Ja, das gefällt mir doch schon viel, viel besser. Schöner gelber Teppich,
Höher kann ich leider nicht mit dem Stativ. Ich habe die Mittelsäule daheim liegen lassen. Bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, sie mitzunehmen, dass ich noch ein bisschen höher komme, um dann so leicht geneigt nach vorne die Kamera zu neigen, um einfach den gelben Teppich mehr in Szene zu setzen. Aber ich denke, hier auf dem Bild, man sieht ihn schon ganz gut, der gelbe Teppich, so wie es im Titel ist. Jetzt komme ich zum nächsten Verlaufsfilter. Der zweite Verlaufsfilter ist auch ein Softfilter und in dem Fall ein ND32, also schon deutlich dunkler. Den schiebe ich jetzt da vorne rein und dann schauen wir uns wieder die Einstellung an, bei welcher Belichtungszeit wir landen, mit den gleichen anderen Einstellungen. Und dann geht es gleich weiter. Verlaufsfilter ist drin. In der Höhe habe ich auch schon meine Position definiert vom Verlaufsfilter, also vom Verlauf vorne, vom Hellen ins Dunkle im Glas. Und Blende ISO bleibt ISO 64, Blende F13, Belichtung bei 0. Dann komme ich hier schon auf Belichtungszeit auf 1/13. Ja, also da sieht man schon auch wieder deutlich die Unterschiede dann in der Abdunklung im Glas vom Verlaufsfilter. Wieder scharf gestellt und go. Ja, seht mal dahin, das Histogramm schon deutlich, ist gleich weg. So, jetzt haben wir es da. Also schon deutlich andere Verteilung von hell und dunkel in den Höhen. Schön über die Breite, wieder weg. Die Farben sind auch schön gleich verteilt, das Rot und das Grün. Aber das Weiß ist schön über die Breite, schön gleich verteilt in die links Richtung Dunkel und rechts Richtung Weiß. Da hätte ich sogar noch ein bisschen Spielraum. Aber ich will ja bei Belichtung 0 fotografieren und die Spitzen sind auch, ich will nicht sagen gleich, aber nah beieinander hier, wie ihr schön sehen könnt. Ich blende die Histogramme von den jeweiligen Bildern auch dann zu den Bildern ein, dass man es in Ruhe sich anschauen kann, vergleichen kann. Ja, dann mache ich jetzt noch 2, 3. Und man sieht auch schon deutlich mehr Blau im Himmel drin und weniger Weiß von den Wolken. Go. Ja. Ah, das gefällt mir. Gefällt mir wunderbar. Klasse. Ja, das war die Demonstration schon gewesen und ich baue jetzt ab und dann sehen wir uns gleich. Habe jetzt alles soweit abgebaut, bis auf das Stativ. Das stecke ich jetzt gleich noch in den Rucksack neben rein. Ja, und dann geht es schon nach Hause zur Auswertung. Da bin ich mal gespannt, wie da die Unterschiede am großen Bildschirm sichtbar sind. Und dann wird noch ein bisschen Feinbearbeitung gemacht und dann sind die Bilder schon im Finale fertig. Ja, wem der Vergleich gefallen hat hier mit und ohne Verlaufsfilter mit den verschiedenen Stärken, der kann ja mal gerne einen Daumen hoch geben oder ein Abo hinterlassen und die Glocke, verpasst da keins mehr in Zukunft. Ja, würde mich freuen. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Video, Leute. Schaut euch jetzt die Bilder an. Lasst euch in den Kommentaren gerne aus, was ihr dazu meint, zu den Vergleichen. Mit allen Vor- und Nachteilen, Positives wie Negatives. Nur so kommen wir alle miteinander weiter. Um ein bisschen von dem einen oder anderen gegenseitig zu lernen einfach. Das würde mich freuen.
Weil jeder hat doch ein bisschen andere Methode und Vorgehensweise und Workflow. Wir können nur voneinander lernen. Ja. Würde mich also freuen. Und jetzt viel Spaß beim Schauen bei den Bildern. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Why you weren't calling me back? Cause the truth hurt more than that. I would still make plans with all of your friends' dinners, and I'd save you a plate like you're coming by late. Covering up the fact that you're gone. Lied to myself and said I'm moving on. I could feel a chapter closing.